Ich habe eine Idee. Ich gucke jetzt einfach meinen Fortschritt gar nicht mehr an. Ich habe jetzt 2 Stacks und 4. Ich brauche 6 Stacks. Also mache ich hier noch 3 Blöcke leer, so ins Inventar quasi, als eigene Stacks. Das heißt, ich habe dann... Die füllen sich zuerst. Wenn die alle voll sind, habe ich 5 Stacks. Das heißt, sobald in meiner Hotbar der leere Platz durch Obsidian gefüllt wird, weiß ich, dass ich beim letzten Stack bin. Und dann ist es nimmer lang. Ja. Aber jetzt kommt hier so ein Höhlengeräusch, Alter. Wie auf Kommando. Ich habe hier so eine richtig coole Glowstone-Ader gefunden, direkt bei dem Spahn-Tunnel. Das baue ich ab, wenn man schon mal so nah dran ist. Ja, Glowstone kann man immer mal brauchen. Mhm. Wenn man mit Obsidian und Glowstone den weinenden Obsidian craften könnte, das wäre schön. Oh ja. Das Ende kriegt irgendwann ein Update. Wenn man mal so drüber nachdenkt. Wird, so wie ja, aber das Ende hat sich ja schon so lange nicht mehr verändert. Aha, verändert. Ja, das ist halt so. Ist dein Inventar voll? Nein. Ah. Mein Inventar ist nie voll. Ich dachte gerade nur, weil ich das Gefühl habe, du lässt Netherquarz liegen. Nee, ich hab's abgebaut. Ja, aber sammelst du es auch auf? Ja. Na dann. Weil das Ende wurde eigentlich. Also, das hat sich. Das ist gleich geblieben seit. Also, die Endinsel, Seite 1.0. Als die hinzugefügt wurde. Und dann kam. Wann war das? In der 1.7 oder so? Kamen die anderen Endinseln dazu. Seither und dann nichts mehr passiert. Kam die Elytren noch dazu. Das, ist nee, sehr das war gleichzeitig. War das nicht erst die 1.8 oder 9? Ja, dann war das da wahrscheinlich. Da wurden die Endcities hinzugefügt und auch die Elytren, glaube ich. Das war, meine ich, alles in einem Schwung. Ah, das kann sein. Und seither wieder nichts. Also das waren die einzigen End-Updates, die es jemals gab. Die 1.0 und dann halt diese 1.8 oder, ja. Oder 1.9. Und wenn die da so wie im Nether-Biome hinzufügen würden, fände ich schon geil. Ja, das stimmt. Und halt mal auch so ein bisschen Sinn, der es irgendwie lohnenswert macht, das Ende zu erkunden, weil das ist einfach... So, ich meine, gut, das ist das Ende, dass es da kahl ist, macht schon irgendwie auch Sinn, aber ich fände es trotzdem cool, wenn es nicht so kahl wäre. Ja. Oder was mal was wäre, eine neue Dimension. Oha. Den Twilight Forest. Oder den Ever. Genau. Stell dir vor, die würden das machen. Einfach ein Ether hinzufügen. Mit dem originalen Ether-Portal aus Glowstone und Wasser. Das wäre schon cool. Ich glaube, die ganze Community wird's feiern. Das glaube ich auch, ja. Und halt auch alles, was früher im Ethermod war, beibehalten. Keine Ahnung, die können ja bei der Original-Crew, die das macht, können sie sich ja melden, können sagen, ey, können wir das, wir kaufen euch die Rechte ab oder so. Ist schon nicht so, als hätten die kein Geld. Mhm. Und dann einfach genau das Gleiche und aber noch verbessern. Ja, boah. Das stimmt. Das wäre geil. Wobei der Ether-Mod, glaube ich, immer noch weiterentwickelt wird. Also ich bin mir nicht sicher, ob es heute noch, aber es gibt ja auch den Ether 2 und so. Mhm. Sie sollen einfach das Team beauftragen, das zu machen und das dann quasi das Team in Mojang integrieren. Und Microsoft rauswerfen. Oh ja, oh, das ist eine gute Idee.
Wart's ab, irgendwann gibt's ein Minecraft-Abo. Dann musst du jährlich zahlen zum Spielen. Bloß nicht. Nee, ich glaube, das machen sie nicht. Das können sie nicht machen. Da würden sie, glaube ich, den Shitstorm des Jahrtausends abkriegen. Ja, sei dir da nicht so sicher. Das ist immerhin noch eine... Immer noch eine große Firma und die auf Geld aus ist. Ja, aber es steht immer noch Mojang dahinter. Mhm. Aber ja, solange keine Microtransactions zur Java Edition kommen, ist mir es eigentlich ziemlich egal, ja, was die machen. Die sind schon in der Bedrock Edition. Ja, aber ich weiß nicht, ich hatte immer so das Gefühl, die Bedrock und die Java sollen sich auf lange Sicht irgendwann angleichen, immer weiter, und irgendwann gibt es nur noch eine Version. Ja. Aber bisher machen sie nicht den Anschein, weil bisher wird die Java Edition immer noch klar getrennt von der Bedrock. Und die sind sich auch bewusst, dass mehr Leute die Java Edition spielen. Und die hätten schon einige Sachen von der Bedrock Edition in die Java Edition rüber machen können. Aber bisher ist es nicht passiert. Deswegen noch habe ich Hoffnung, weil die Community macht sich über die Bedrock Edition eigentlich eher lustig, als dass das Leute spielen. Jetzt no front an die ganzen Leute, die Bedrock Edition spielen. Aber ich glaube, das ist die Minderheit. Ja, das glaube ich auch. Alter, wir werden so viel Eisen brauchen für die Schienen. Ja. Vielleicht sollten wir eine Eisenfarm bauen, aber trotzdem eine Höhlentour machen. Nee, so viel brauchen wir da nicht. Doch. Was wir schon für Schienenstrecken gebaut haben, Alter. Ich glaube ja, aber da hatten wir halt immer richtig viel Eisen und ich glaube, das hier könnte geht. Die... Nee, ich glaube nicht. Wir brauchen ja über 1000 Schienen. Ja, kannst du mal ausrechnen. 1000 Schienen. Will ich das... Man kriegt 16 Schienen raus für 6 Eisen. Warte, ich rechne das kurz aus. Ich habe doch eh nichts zu tun. So, wo ist mein Rechner hier? Für 16 Schienen kriegst du 6... was? Für 6 Eisen kriegst du 16 Schienen. Das heißt, wir haben 1000 Schienen durch 16 mal 6. 375 durch 64 sind 5,8 Stacks Eisen. Und das kriegt man easy echt in einer Tour. Ja, ja, Schienen sind nicht so teuer. Außer ich habe mich verrechnet. Das wäre traurig. Ja, die Zuschauer schlagen die Hände über dem Kopf zusammen wahrscheinlich. Ja, weil ich so schlau bin. Das glaube ich nicht. Ich hab das nämlich gerade im Kopf gerechnet, nicht mit dem Taschenrechner. Ach so. Ich wollte nur nicht mit meiner Intelligenz angeben. Ah, verstehe. Das verunsichert die Leute immer. Übrigens, mein letzter Stack füllt sich gerade. Oha. 40 habe ich schon. Und dann kann ich endlich wieder nach Hause gehen. Und da mein Spawnpunkt sogar an der richtigen Stelle ist, muss ich einfach nur hier durch und bin wieder da, wo ich hin muss. Ja. Nach zwei langen Ladebildschirmen. Zwei Stacks Glas noch. Ich sehe aber hier kleines Problemchen. Ich bin auf der richtigen Höhe, aber zwei Blöcke über mir könnte man so richtig entspannt durch einen blauen Wald fahren. Mach doch. Und das schon. Ja, da muss ich halt. Ja, aber eigentlich muss doch, das muss man schon machen, weil so ein blauer Wald sieht schon geil aus. Ja, und also es ist ja auch nicht so schlimm, wenn das jetzt nicht immer genau gerade geht. So. Aus ist gerade Nacht, dann schlafe ich. Kein Bock auf Phantome. So. Ich hab ein Schwein gehört, ganz genau. Und du bist nett. Oh. Aber ich sehe es nirgends.
trau dich bloß nicht, mich hier runter zu schubsen, sonst wird deine ganze Generation ausgelöscht. Oha. Richtig brutal. Zu Recht. Benutze jetzt deine Spitzhacke einfach auch noch hier, um die Wände abzubauen. Ach so. Irgendwie vermisse ich sonst nichts weiter ist. Ja, du hast auch keine gute Ausrüstung und nix. Ja, aber ich habe mich da schon so dran gewöhnt. Aber jetzt, wo ich das so in den Händen halte, eine richtige gute Spitzhacke. Zweimal wieder was. Und eine Rüstung. Tja, jetzt geht's wieder los. Die Bauerei. Ne, Bauerei, genau. Sauerei. Brauerei. Ja. Au, 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 au. Ich hab vergessen, dass Lava im Nether ja schneller fließt. Und weiter. Aber eigentlich schon krass, dass der Spieler das einfach überlebt, dass hier so heiß ist. Ja. Mein Wasser verdampft auf der Stelle. Lava fließt richtig schnell. Das juckt den gar nicht, der läuft einfach weiter. Man kann doch diesen blauen Boden mit Knochenmehl machen, oder? Ja. Auf dem Netherrack drauf, meinst du? Ja. Ja, das geht. Das müsste man dann hier machen. Ja, mach doch. Nö. Ich habe keinen Knochen mehr. Tja. Schlecht. Man sollte immer Knochenmehl dabei haben. Na. Ja, okay. Ich hab leider keins. Nee, eigentlich nicht. Das ist voll die Platzverschwendung. Das braucht man doch nie. Ich frag mich, wo ich die Wartungseingangstüren hinmachen soll. Vielleicht mache ich die einfach alle zu und mache das wann anders. Von wo es dann einen richtigen Wartungsausgang gibt, der dann auch schön ist. Ja. Diese komischen Löcher in der Wand, das ist nämlich eigentlich nichts. Ja. Ich habe doch vorhin dieses komische Baumstammholz abgebaut. Ah, hier fährt's rum, mein Inventar ist voll. Baumstammholz. Ja, ein Wirrstiel. Ah, die sind cool. Der ist so wirr wie dein Geschwätz. Oh.
Vielleicht mache ich mir eine neue Ausrüstung. Wieder eine ganz neue, richtige Ausrüstung. Oha. Ja, das ist sehr zu empfehlen. Ja. Das ist aber halt auch voll Aufwand und ich hoffe, die geht dann nicht wieder gleich verloren. Also gut. Ich glaube. Also ich hoffe, mein Obsidian reicht jetzt. Es wäre ein bisschen bitter, wenn nicht. Weil ich habe es extra ausgerechnet. Mhm. Oh damn. Hier ist Lava aus der Wand rausgeflossen. Oh. Aber nichts passiert. Steht da immer noch? Ich glaube ja. Oh ja. Man sieht sie sogar. Jetzt nimmer. Ja, also man sieht es von außen schon, diesen Raum. Ja, aber ist ja egal eigentlich. Ja. Vorher ist es halt nicht aufgefallen. Aber jetzt schon. Ich guck's mir gleich von außen an, wenn ich fertig bin. Sollen die Monster ruhig sehen, was mit ihnen passiert? Mhm. Na, die sehen's ja nicht. Die sehen einfach nur so einen riesigen schwarzen Kasten. Wo, und da kommen solche Schreie raus. Genau, da verschwinden ihre ganzen Kameraden drin und werden nie wieder gesehen. Ja. So, gleich ist mein Glas aufgebraucht. Wow. Wie weit bist du noch weg? Das kann ich dir gleich sagen. Ich bin bei 374 und ich muss zu 530. Bei XZ habe ich noch auf der. Ah. Jetzt ist die Frage. Gehe ich nach Hause oder zu dir? Eigentlich gehe ich nach Hause. Was will ich bei dir? Außer ich gebe dir das Gold, das du traden kannst in der Zeit. Ja, das wäre eine Idee. Bitte nicht sterben. Ah, ich glaube, hier ist schon die Festung. Ja, okay. Ah, ich sehe deinen Namen da hinten. Ist nur die Frage, wo du reinkommen sollst. Das mach mal, bau mal das Glas auf, oder ich komme hier rein. Ich hab ein. Oh. Geht's da rein? Ja. Mit Elytren schon. Ah. Alter, sieht das geil aus. Ja. Alter, okay, ja, doch, das. Ja, leider ist das noch. Hier hinten ist noch der Wither-Skelett-Eingang, den baue ich jetzt mal zu. Den Fensterrahmen würde ich auch aus Crying Obsidian machen. Ja, können wir, aber ja, da müssen wir noch sammeln. Dann kann man das Portal aus Crying Obsidian machen? Nein. Schade, das wäre cool. Ja, schon, irgendwie schon, aber nee, das geht nicht. Hier. Aber da der ganze Raum aus Obsidian ist, könnte man das Portal eigentlich in die Wand verlegen. Man könnte einfach ein Loch in die Wand machen und da das anzünden. Stimmt. Hast du schon Feuerzeug? Ja. Dann würde ich sagen, das können wir. Warte. Oder ist das explodiert? Ich muss erst gucken. Guck mal, was ich noch hab für dich. Das kann ich mit meiner Glücksspitzhacke gleich machen. Hä, wo bist du? Ah, dankeschön. Aber wenn wir das Portal in die Wand machen, sollen wir das dann. Ich hab kein Feuerzeug. Warum habe ich kein Feuerzeug? Das hast du mir gegeben für den Creeper hier, aber ich glaube, das ist dann explodiert. Ach so. Ja, alles, was ich dir gebe, verschwindet. Was braucht man denn? Flint und Steel? Ja, weder oder Flint Feuer noch Steel. Feuercharge, das geht auch. Aber wo sollen wir die denn jetzt hierher kriegen, ja?
Ja, weil das muss ja nicht jetzt sein, das können wir auch mal anders machen. Hier sind übrigens ein Stack Fackeln drin in deiner Truhe. Ja, ich weiß, ich habe auch welche da rausgenommen. Ja. Aber das so. wir könnten das Portal in einer anderen Form machen. Wenn wir das in die Wand verlegen. Ja. Mit quadratisch zum Beispiel oder so. Mhm. Und mittig. Mittig, ja. Man könnte es dann 4x4 machen. So breit wie das Ding hier. Das oder 5x5. Wobei, nee, ist schnell. Ja, da müssen wir 5x. Oder 3x3. Ja, 5x5 ist vielleicht ein bisschen groß, oder? 3x3 würde gehen. Aber ich habe kein Feuerzeug halt jetzt. Ja, ist egal. Aber ich baue das schon mal so hin, dass ich nachher kein Obsidian mehr habe. Ja, jetzt ist die Frage. Soll ich so zurückgehen und hoffen, dass ich meinen Gang wiederfinde? Ja, mach doch. Muss ja von hier gewesen sein. So. Und dann hier. Oh ne, ich bin zu weit unten.